Vor einigen Zeiten hat mich einer meiner Abonnenten angeschrieben und fragte mich, ob ich bezüglich GIZ oder Rundfunkanstalten auch Klageschriften habe oder auch Videos veröffentlichen kann. Ich freue mich, dass Sie da sind, liebe Freunde. Das gesamte Netz ist voll, deswegen sehe ich auch irgendwie keinen Grund, zumindest gegen diese Unternehmen zumindest Videos zu veröffentlichen. Aber ich zeige euch mal, was ich zumindest bis jetzt selber erreicht habe. Und zwar, hier ist ein Widerspruchsbescheid. Das zeige ich euch mal ganz kurz vor der Kamera. Dazu kommen noch weitere Klagen. Und zwar, hier habe ich, wie gesagt, vor das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main geklagt. Wenn ich ein Gericht überhaupt nicht abkann, dann sind das die Verwaltungsgerichte. Ich war auch in Osnabrück vor das Oberverwaltungsgericht. Da saßen 8 oder 9 Richter, glaube ich, vor mir. Und wie gesagt, ich kann dieses Gericht einfach nicht verstehen, weil die Gründe sind irgendwie mir persönlich ein bisschen zu lasch. Ja, und das ist alles irgendwie nicht so richtig rechtskräftig, keine Ahnung. Also man sieht hier auf jeden Fall auch die Grundlagen, wenn man sich davon befreien lassen möchte. Hier sind einige Klageschriften von mir. Ich bin natürlich mit allen diesen Klageschriften gescheitert. Man sieht, hier geht es um sehr viel Kohle und man möchte eben halt das Volk versuchen, sobald es geht, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das ist eben halt das deutsche Recht. Die Tübinger, zumindest Landgerichte, haben diese Vorgehensweisen irgendwie nicht für recht erkannt. Es gab halt auch einige Urteile gegen das Unternehmen, also gegen die Rundfunkanstalten. Und irgendwann mal haben die Tübinger Richter gesagt, okay Jungs, so geht's nicht weiter. Wir müssen das Ganze von Europäischer Gerichtshof prüfen lassen. Und hier steht auch Südwestrundfunk, das ist das Originalurteil von Europäischer Gerichtshof. Dezember 2019 wurde dieser Urteil ausgesprochen. Ich zeige euch das mal ganz kurz vor der Kamera. Und zwar, die Richter haben gesagt, dass die Rundfunkbeiträge somit rechtens sind. Also man sagt, diese 17 Euro noch was, welche jeder Haushalt Abgabe monatlich zu leisten hat, es ist okay. Ich persönlich finde das nicht okay, ich bezahle das auch nicht. Je nachdem, Sie müssen sich selber entscheiden. Man versucht natürlich durch Amtshilfe oder Amtshilfsersuchung oder Gerichtsvollzieher die Menschen dazu zu bringen, zu zahlen, aber wie gesagt, vor Gericht gehen auf jeden Fall diese Anstalten nicht. Aber es gibt mittlerweile über 5 Millionen Menschen hier im Land, die diese Beiträge nicht bezahlen. Ich wollte euch halt einfach mal gezeigt haben, dass ich hier auch schon aktiv war, aber man hat gegen dieses ganze System ja keinen Erfolg und ja, entweder zahlen oder nicht zahlen und mit Konsequenzen rechnen. Dankeschön für das Reinschauen und bis zum nächsten Video.